Deutschland ist in rotem Licht erstrahlt. Fast 9000 Gebäude in bundesweit mehr als 1500 Städten wurden vom 22. auf den 23. Juni so beleuchtet. Mit der Aktion Night of Light 2020 machten die mehr als 8000 Teilnehmer auf die dramatische Lage der Veranstaltungswirtschaft aufmerksam. Rot leuchtete auch der Kirchturm von Ruhland. Der Veranstaltungsunternehmer Ralf-Peter Petschke schaltete um 22 Uhr das Licht ein, nachdem Mitte März bei ihm die Lichter erstmal ausgingen. Quasi Berufsverbot seit 15. oder mit Landesbeschluss seit 17.3. ist natürlich ein Einschnitt, den wir so überhaupt noch nicht erlebt haben. Alles, was in diesem Zeitraum geplant ist, und das sind ja nicht nur die Auftritte, die man an einem Abend irgendwo sieht. Es hängt ja die Planung dran, die Vorbereitung, Auf- und Abbau. Es sind ja teilweise Veranstaltungen, wo ein Abend 6 Stunden Veranstaltung sind und wir sind dafür eine Woche im Einsatz. Wenig ist seitdem passiert und was fehlt, ist der Dialog mit der Politik bzw. Planungssicherheit. Deswegen ist das Ziel der Aktion klar. Um endlich zwischen der Veranstaltungsbranche und den Verantwortlichen der Politik einen Dialog zu beginnen, der eigentlich schon lange, lange überfällig ist, weil die Branche, die zuerst abgeschaltet wurde, das waren wir. Und jetzt nach den letzten Informationen, dass es sich über den 31.8. noch hinausziehen wird, sind ja auch die Letzten, die wahrscheinlich wieder in den langsam anfahrenden Betrieb übergehen können. Die Ausschüttung der Landessoforthilfen brachte ein kurzes Aufatmen. Doch viele Unternehmer hätten erst später realisiert, wie die Hilfen eingesetzt werden dürfen. Die Problematik ist ja, dass die Unterstützung, die es gegeben hat, für die reinen Firmenbelange zu nutzen sind. Das heißt also, man kann davon keine Krankenversicherung bezahlen, man kann davon seinen Lebensunterhalt nicht bezahlen, man kann also nicht mal ein paar Brötchen kaufen. Ja, wobei andere Bundesländer zeigen, dass es möglich ist und geht. Das ist also besonders bitter. Hartz IV funktioniert in unserer Branche so gut wie nicht, weil wir haben einen Kollegen, der hat das versucht mit der freundlichen Antwort, der soll erst sein Material verkaufen und davon erst mal leben und soll dann quasi, wenn es wieder losgeht, ohne Material dastehen. Das heißt also, die Leute, die gesagt haben, Hartz IV soll man beantragen, haben vergessen, in den Ämtern diese Sachen auch ordentlich zu organisieren. Auch die Kommunen sind von den Veranstaltungsbeschränkungen betroffen, weiß Bürgermeister Thomas Hönsch. In der Diskussion war jetzt bis 31. Oktober, ob das so kommt, bleibt abzuwarten. Und selbst wenn da mal wieder was gemacht werden darf in diesem Jahr, ist dann fraglich, unter welchen Bedingungen man das denn durchführen darf, ob sich das denn dann überhaupt finanziell noch rechnet. Was geht oder was geht nicht, das entscheiden letztendlich nicht nur die Kommunen allein. Gut, ganz einfach gesagt, sage ich mal, viele Möglichkeiten gibt es da eigentlich nicht. Das Land erlässt die entsprechenden Rechtsordnungen, da steht drin, das darf stattfinden oder das darf nicht stattfinden. Das sind die Regeln, die ihr einhalten müsst. Und wo die Kommune, sprich bei uns das Amt Ruhland, die Ordnungsbehörde nicht weiter weiß, ist das jetzt erlaubnispflichtig oder nicht, darf das durchgeführt werden oder nicht, da wird man sich dann natürlich bei der nächsthöheren Stelle, sprich beim Landkreis und beim Gesundheitsamt zurückvergewissern, ob da irgendwelches Ermessen besteht oder nicht. Rechnet man die Kultur- und Kreativwirtschaft mit ihren veranstaltungsbezogenen Teil- und Zuliefermärkten hinzu, so beschäftigen mehr als 300.000 Unternehmen über 3 Millionen Menschen und sie erzielen einen Jahresumsatz von über 200 Milliarden Euro. Doch am Ende sind es viele Einzelschicksale, die der Corona-Pandemie zum Opfer fallen könnten. Dazu kommt auch noch die unfreiwillige und teils quälende Freizeit. Ja, es ist ein verdammt dummes Gefühl, am Wochenende zu Hause zu sitzen. Die Hoffnung für nächstes Jahr? Na, hoffentlich nicht erst nächstes Jahr, sondern hoffentlich in diesem Jahr schon so, dass es eben für unsere Branche wieder losgeht.